So, hey, willkommen, neue verregnete Let's Play-Folge hier im Elternfreundhaus mit unserer Family und Zusammenwachsen. Letztes Mal haben wir mit der kleinen Maus hier, der Sina, haben wir Stehen üben gelernt oder probiert es zu lernen und auch das Krabbeln. Es ist ja noch mitten in der Nacht, ich mach mal schneller. Wir haben nämlich auch noch mit den Kids hier ein bisschen Schulprojekte gemacht und Sina ist hungrig, oh je. Oh, schon wieder hungrig, schnell hier, schnell was zum Essen hier, mampfen hier, come on. Füttern hier an der mit der Hochschule. Eigentlich müssen wir Hochschul machen hier. Oder erst mal stillen hier. Weil die Sina hat heute Geburtstag. Ja, die wird zum Kleinkind. Doch jetzt erstmal Daumen hoch. Dann geht's auch schon los nach dem Intro. Dankeschön. So, oh, Mugu, Nugel, Nugel hier. Sehr cute. Oh, schade, dass man da nicht mehr sieht. Hier ist alles verpixelt hier wieder. Mit. Mö, nimm mal den Kopf, sieht man ja ein bisschen. Hier die Äuglein oder irgendwas hier. Geht das irgendwie? So geht das vielleicht? Nee. Ja, dann kannst du wieder schlafen. Oma, man muss eh auf Klo. Oh, das ist auch wieder Hunger. Wieso habt ihr schon wieder Hunger? Ich dachte, wir hätten dir letztes Mal ja das richtig gemacht. Wieso steht Papa eigentlich nie auf? Da kümmert sich auch nicht um das Kind hier. Mensch. So, da haben wir es. Nämlich unser Geburtstag steht an. Ich würde noch so ein paar Meilensteine gern mit der kleinen Maus hier machen. Und der Marvin hat nämlich auch bald Geburtstag, so wie auch der Jonas morgen. Ja, voll die Geburtstags hier wieder alles hier geburtstagig. Beste Freunde erhalten. Das ist kein besten Freund. Oh no. Selbstfindung durchlebt, Baby bekommen. Nochmal Selbstfindung hier, fröhlich und zimperlich. Wir wollten eigentlich bei dir gucken hier, ne? Was haben wir denn da? Greifen gelernt hier. Das wollen wir noch, nämlich Zehen in den Mund stecken und krabbeln lernen. Das wollen wir beides noch, ne? Und stehen lernen. Grobmotorik. Bauch gerollt, Rücken gerollt, Kopf gehoben. Okay, lachen, gurren, gelächelt. Okay. Gestern mit dem Baby auf Klo. Oh, das ging aber schnell jetzt. Bist du schon fertig? Das glaube ich aber kaum. Ja, jetzt mal das Kind hier ab. Geh mal selber auf Klo, komm. Du musst nämlich wieder schlafen, sonst wird das nichts mehr hier. Sina ins Bett bringen hier. Ja, da kann man gut pieseln, ne? Mit Wasserbild hier. Das war ein Tatosa im Urlaub hier mit den Jonas. Verrum, verrum. Können wir mal... Was machst du? Ah! Was machst du denn da? Glitschhändchen gefunden im Kakaklo hier. Aber den Mund hier genommen. Was machst du denn? Spielen im Klo, okay. Wieso sind das so viele Glitschhändchen im Klo? So, bring die Maus ins Bett. Ab geht's ins Bett mit dir, come on. Ab geht's ins Bett. Lea, schaffst du noch die Nacht hier ohne was zu mampfen hier? Da musst du noch gehen. So, dann gehst du selber ins Bettchen hier. Hoffen wir mal, dass du heute durchschläfst, Sina. Ja, bitte, durchschlaf. Was war hier? Ja, wir haben immer noch kein Mobil, ich weiß, aber das dauert zu lang. Gibt's ein Knutschi oder wird geschlafen heute? Komm, Mama muss auch jetzt ins Bett. Von wegen mal früher ins Bett. Schon wieder hier mitten in der Nacht hier alles hier. Oh no. Ja, nochmal geschissen hier, es war mir klar hier. Ja, aber nicht in den mit Windelmülleimer hier geschissen. Jetzt schläfst du, komm. Kannst du selber Bauchzeitwerk in die Haia gehen? Guck mal, geht auch selber hier. Sehr gut. Ja. Aber die schlafen durch, du, ne? Ist das so wie mit Autos? Also als ich mal irgendwie die Stadt gezogen bin und dann war das mir am Anfang total nervig mit den Autos die ganze Zeit, aber irgendwann hört man das nicht mehr, ne? Weiß nicht, ob es jetzt gut ist. Psychologisch, seelisch, keine Ahnung. Aber Babyschreien ist, glaube ich, so ein Trigger bei Menschen, ne? So, ist aber Nacht hier. Oder Marvin hat auch Hunger und Stinky hier. Oh je, komm, dann gehst du jetzt aber erstmal duschen. Erfrischende, dann geh halt duschen. Du bist ja schon wieder grün. Wir sind ja wirklich früh ins Bett. Und dann haben wir noch nämlich das Omelette. Das kannst du nämlich auch noch essen. Hier, wo war das hier? Reste nehmen. Genau, dann machen wir mal ein bisschen schneller.
Und dann kannst du das hier machen, dann kannst du Fernsehgucker wegen mir. Oder musst du noch Schachding? Nee, Daten durchsuchen. Macht das dir Spaß? Als, au, das tut weh. Als alter Geheimagent hier, das ist wieder hier Daten durchsuchen. Ja, das darf ich jetzt wieder suchen hier, ne? Was ist das denn wieder drin hier? Karriere? Ah, da ist er wieder hier. Programmieren? Nee. Oh, nee. Was ist das denn? Web war das, glaube ich, ne? Daten durchsuchen. Gibt's da irgendwie, oder ist das hier? Ist das hier untersuchen hier? Nee. War auch falsch. Oh Mensch, Marvin, bis wir sie wieder haben, ist wieder die Nacht vorbei hier. Web. Geheimdienst. Ach, Scheiße! Du magst rationale Sims wegen mir. Darf ich jetzt hier? Alle guten Dinge sind drei. Ding, ding. Jetzt. Zack. Ratzfatz hier. Aha. Kannst du auch schon Windeln wechseln hier? Kuckuck spielen. Mach mal Kuckuck spielen. Mama, mach mal Windeln wechseln wieder. Wie? Windeln wechseln. So. Spielst ja nicht Kuckuck jetzt? Kuckuck. Kommen bald Pferdchen hier, ne? Ja, ja. Wir haben halt Geburtstag. Geburtstag. Ich hab Hunger. Tada. Was macht der denn jetzt? Windeln wechseln. Komm, mach das mal. Du spielst gleichzeitig Kuckuck, wenn wir Windeln wechseln versuchen. Oh, ich will lieber Fernseh gucken. Ja, dann geh halt Fernseh gucken. Du hast ja Fernsehverbot. Nee, ne? Komm, dann geh halt Fernseh gucken. Film wechseln hier. Film wechseln. Film ansehen. Ja, einfach mal Fernsehen hier, bitte. Okay. Benubu. Ja, komm. Genug Gerede. Lass die Mama Windeln wechseln. Das geht nicht gleichzeitig. Windeln wechseln und was erzählen, der kleinen Maus. Bubble Tea? Oh, da müssen wir auch noch hin. Bis auch in die Schule jetzt bald wieder, Jungs. Aber die fehlt nur Spaß und ein bisschen Hygiene. Na ja, gut. So. Oh, das Knuffig. So, jetzt probieren wir das nochmal. Mama muss jetzt aber erst was mampfen. Ich bring dich jetzt auch mal in den Hochstuhl. Sina hier absetzen. Und dann machen wir mal hier auch nochmal schnell die Reste essen. Gibt's noch was? Gibt's nichts mehr zu mampfen hier oder was? Oh nein, die Kinder haben wieder alles weggemampft. Gucken wir mal, was wir noch haben hier. Guck mal, doch, da gibt's doch noch was hier. Wie ist da noch hier? Ein Gericht nehmen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was ist hier schon wieder kaputt? Papa, recherchier, du pennst noch. Was ist mit dir los? Stinky aufgestanden. Komm, du musst nämlich bald in die Schule. Schnell duschen, komm. Oh, heute ist Gewitter hier wieder. Gewitter angesagt. Wir haben noch gar keine Freundschaftsbändchen weitergemacht. Wir wollten so viel noch machen, wir haben keine Zeit, Mann. Maps, Mumi. Du kriegst nichts zum Mampfen, man muss immer selber um sich kümmern. Ah, jetzt machst du doch wieder baden hier. Das hast du jetzt nicht baden. Mama, du isst jetzt erstmal was hier. Machst du da baden im Ding oder was? Ja, dann. Genau. Kannst du selber dir was beibringen hier? Kannst du herumtollen oder was kann man machen? Zum Lernen? Ich weiß es nicht. Windel benutzen? Nein. Kannst du selber Bauchzeit verbringen? Nee, ne? Da wird die Mama dann angetriggert hier. Da kommt das Gewitter hier. Du kannst schon selber? Ach, das ist ja schön. Das ist ja gut. Oh, Marvin hat hier wieder einen Geheimdienst. Hoffentlich ist das Richtige hier. Doch, 50% erledigt, immerhin. Musst du nicht zur Schule? Doch. Mutschi Pichi hier, aufgehört hier. Guck mal, dein Bruder ist schon zur Schule. Du bist schon wieder zu spät, Jonas. Komm. Abgebrochen hier. Alles weg hier. Zack. Ab in die Schule mit dir, sonst ist deine Eins in Gefahr. Okay, Mama, wie sieht's aus? Ist grün. Sehr gut. So. Jetzt probieren wir das nochmal mit. Erschreck mich doch nicht so hier. Hier hinrutschen. Rutsch mal hier hin. Komm, rutsch mal hier rüber. Wir wollen mal nochmal das Stehen üben lernen. Dann müsst ihr, glaube ich, raus aus dem Ding. Auf der Spielmatte sitzen. Nee, du musst rausrutschen.
Rutsch raus. Rutsch rüber hier. Sollen wir mal gucken? Jetzt genau, jetzt können wir. Babypflege? Nee. Freundlich. Smalltalk. Wo ist denn das jetzt mit den Stehen üben? Oh, das ist. Ich mag das Menü überhaupt nicht. Hier habe ich das schon mal gesagt. Ich glaube, jede Folge zweimal oder fünfmal, ne? Ist doch wieder echt so Mäusemäkeln hier. Ist doch wieder hier was. Zuwendung. Smalltalk. Aktivitäten. Stehen üben, da haben wir es doch. Komm, wir stehen üben. Wir lernen stehen üben. Wir üben stehen. So rum. Ja. Marvin, du kannst eigentlich auch mal was machen, ja? Bist eigentlich nicht zur Arbeit? Du hast noch 22 Minuten. Ah, Daten durchsuchen abgeschlossen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der ist ihr Regierungsagent. Geheimagent Level 6. Oh. Jumba. Wo war das jetzt nochmal? Ich suche das jedes Mal. Freund, nee, Aktionen ist das, oder? Nee. Ja, genau, nochmal Mampfen hier. Da war's. Stehen üben. So, Marvin, ab mit dir. Ja. Marco, was ist denn hier los? Was? Nein, der Fuchs war da hier. Und noch der Weiße. Der Tim. Tim, der Fuchs hier. Oh no. Was ist eigentlich mit Hannelore? Lebt die noch? Die wurde, letztes Mal kam die Meldung, oh, du kommst bald der Sensen, Mann. Oi, Brabri. Ah, dieses Gewitter nervt mich manchmal, du. Ich will echt am Überlegen, ob ich das abschalte. Weil so oft wie es da gewittert, ist auch nicht normal. Aber eigentlich voll realistisch. Bei uns zur Zeit auch. Er ruft an. Hallo, Pausenglau. Er muss lernen, sich zu verteidigen. Mutmund hat Matteo bedroht. Boah. Finde das Kind, sonst finde ich es. Da kommt die Mama dann, das geht ja mal gar nicht. So war das freundlich. Aktivitäten jetzt aber, guck mal an. Big Sister is watching you. Es ist nicht gut, Jonas fühlt sich unter Druck. Rüberstart, Mädchen will schon anderswo hinsetzen. Genau. Leistungsverschlechterung, kleiner, toll. So, jetzt machen wir mal fünfmal stehen üben hier, sonst wird das nichts mehr hier. Nee, ich will auch einen Schreibtisch. Was für einen Schreibtisch willst du haben? Was ist das schon wieder? Ich gehe nicht schon wieder ran. Na, diese Werbeanrufe hier. Oh, voll schön, das sind die Flaschen aus der Toaster hier noch. Oh, gut. Schaffen wir das zu stehen oder müssen wir älter werden, um das Stehen zu üben? Was ist denn da ein Hund-Ding? Ich verstehe das nicht. Was ist denn da ein Hund-Ding? Was ist das jemand? Warum bekommt das so ein Hund? Wünschst du dir einen Hund, wenn du stehen übst oder was? Rutschen, rutschen. Ja, krabbeln kannst du noch nicht hier, wa? Was machst du denn eigentlich? Erreicht einen Meilenstein. Oh! Cool! Glitzer hier! Meilenstein! Oh, wie knuffig! Nein! Jibi, du kannst stehen! In den Stand ziehen freigeschaltet. Hau ruck! Hat sich zum ersten Mal in den Stand gezogen. Kannst du nochmal probieren hier. Dann kannst du bald wieder stehen. Ist das wie nochmal ein Zwischenschritt? Also die Meilensteine sind ja echt tief, du. Das habe ich auch noch nicht. Auch noch nicht hier. Jetzt musst du auf die Seite rutschen. Das ist Mama ihren fetten Arsch hier auf die Couch gesetzt, wo du hin wolltest. Penkubu. Lass doch mal das Kind hier. Will hier üben. Nee, nicht schlafen legen. Lass mal das Kind hier stehen üben. Wo kannst du noch stehen üben? Hier beim Dings hier, beim Sideboard oder wo machst du das? Hier schon bei der Couch, oder? Backerback! Na, Tim schon wieder hier unterwegs hier. Ich glaub's ja wohl kaum. Timmy hier. Jetzt bist du einmal rumgerutscht. Jetzt ist der Tag vorbei. Das ist schon geil gemacht. Rutsch, rutsch, rutsch. Rutschi, rutschi, rutsch. Mama, lass das Kind hier. Ja, alles ist gut. Guck mal hier, wir üben hier. Wir üben.
Yeah, du kannst still. Fast. Sehr gut, kann man so nochmal probieren hier. Das bringt was hier. Da ist nämlich so ein Ding dabei hier. Dann bringt das was. Baba, Baby, Bubi. Stehen, stehen, stehen. Jetzt stinkst du wieder hier. Das ist aber starke Fingerchen da. Hält sich in der Luft fest. Sehr wütend. Kontrollverlust. Ja, wir wollen eigentlich noch, wir müssen noch einen Kuchen kochen. Lea, mach mal einen Kuchen für die kleine Maus. Wollen wir heute ja noch älter werden, du. Da muss jetzt noch hier. Muss jetzt hier noch hier was werden. Wo ist denn der Kuchen da wieder? Mal einfach Schokotorte. Du machst die Schokotorte. Lass das mal alles hier. Machen wir Schokotorte nicht ins Bett bringen. Lass mal hier. Wir müssen ja älter werden. Ach, Lea. Lea. Oh no. Nicht, noch nicht hochgehen. Ach Mann. Jetzt muss ich wieder runterlaufen. Das ist wieder Nacht. Das heißt Würmer oder was? Fantastisches Essen. Nee, das hier. Wäre ekelhaftigkeit wegen Putzen. Ich dachte, du magst putzen. Puh, das, pfui, das ist echt unangenehm. Ich dachte, du magst putzen. Du machst, bist doch ordentlich. Hm. Feier den Geburtstag von Cena mit einer wilden Geburtstagsparty. Ja gut, so viele kennen die ja nicht. Wir leben ja sehr einziglermäßig hier in diesem Haus irgendwie. Selbstsicherheit steigt hier bei der Mutter oder was? Das kann auch nicht sein, oder? Haben die Selbstsicherheit? Haben das doch gar nicht. Das haben nur Kinder, oder? Ribbom! Ribbom! Chap, 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 chap. So, sehr unwohl, wegen Müll. Ah ja, das ist wieder die schmutzige Theke, da bist du gleich wieder in Rage. So, und du bist traurig? Oh no. Wir müssen mal hier nochmal Windeln wechseln, glaube ich, ne? Windels wechseln. Schnell den Kuchen wegpacken, damit, wenn die Kinder kommen, nicht wieder alles hier mampfen. Bevor wir die Kerzen draufpacken. Stehst du am Ofen, bis er fertig ist? Okay, geht schneller. Okay. Wir sind da eigentlich immer schon Streusel drauf, wenn der aus dem Ofen rauskommt. Hm? Was machst du jetzt? Windeln wechseln. Komm, mach das. Mach das mal. So. Ding, 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 ding. Ach so, nee, wir müssen sich dann erst mit runterbringen auch. Schubi. Windeln wechseln und dann Sina mal hier absetzen. Hier, Sina hier absetzen. Gut. Komm, das schaffen wir heute noch hier. Zack, zack. Wir haben ja Stoffwindeln, ne? Die müssen wir, glaube ich, auch mal waschen. Kann das sein? Kann das sein? Hier. Ja, oh je. Und alles voll. Wäscheleine brauchen wir auch noch, oder was? Oh, das ist auch schon wieder. Skibu, was sind das für Würmchen, du? Das ist voll ekelhaft hier. Was hast du denn Übelkeit geplagt? Dem Bäuchlein geht es nicht so gut. Nee, nicht ins Bett bringen. Unten. Ach Mensch, Lea. Ach du Nudel. Jetzt ärgert es mich aber hier. Lea, hier absetzen. Jetzt machst du erstmal Kerzen drauf, sonst kommen die Kinder und mampfen den Kuchen schon wieder. Das merke ich gleich hier. Warte. Stopp hier. Du gehst jetzt erstmal hier dein Schulprojekt weitermachen hier. So. Vorsichtig arbeiten. Und du auch, dass du hier. Dass du hier, schneid's hier oder was? Die Kinder rasten schon aus hier. Oh, hier. Achtung, eindrucksvolle Persönlichkeit. Weil von jemand in der Nähe beeindruckt ist. Hat das wieder dein Ding-Outfit an? Oh, das ist ja knuffig. Geil. Habt ihr die jetzt in eurem Winter-Outfit verewigt? Da waren wir mal kurz im Kurzurlaub im Schneeparadies. So, jetzt komm. Jetzt müssen wir hier. Helfen, Kerzen auszublasen, Zina Klee. It's your birthday, happy birthday. Oh, Lea. Oh, Lea. Oh, no. Oh, no. Hoffentlich klappt das jetzt. Oh, Hupelborb, no. Aber Bubu. Ah, ich dachte, ihr habt Windel gewechselt. Stinkt schon wieder hier. Mutter hat geholfen, ja. Sehr gut. Zina wird zum Kleinkind. Zina ist älter geworden. Merk mal ruhig. Jetzt gucken wir mal, was kommt. Hm. Unabhängig. Okay. Freiheit. Mögen es nicht befürwortet zu werden.
Ja gut, also das würde ich jetzt mal ändern tatsächlich, weil ich eigentlich das Zusammenwachsen-Gameplay mit Kleinkindern auch nochmal weiter ausprobieren möchte. Da würde ich mal sagen, machen wir neugierig, oder? Ja, das ist gut. Hier neugierige Kinder, ruhig ist ja das... Ah, oh, Sina! Voll der schöne Tigger-Anzug hier. Wow. Sehr gut. Cool, du kriegst ein kleines Fohlen hier zum nächsten Geburtstag, hoffe ich mal. Ja, Kuchen gibt's auch, das dir nehmen jetzt. Jetzt ist erledigt. Jetzt dürft ihr hier Kuchen schnappen hier. Wir feiern Geburtstag. Kann man irgendwie singen oder so? Matteo hat ein Schulprojekt hier, Manometer. Wo kann man denn hier singen? Kann man zum Geburtstag singen hier oder nicht? Dann holst du dir nochmal ein neues, ne? Nochmal ein zweites hier. Ja, wenn es umsonst gibt, hol ich mir nochmal eins hier. Jonas auch fertig mit dem Schulprojekt hier, sehr gut. Und mit dem Cutie-Rucksack hier. Es gibt Kuchen. Wir müssen mal gratulieren, Mensch. Könnt ihr mal gratulieren hier, bitte? Tina ist ein Alien. Du bist mein Favorite. Ah, ist schon süß. Kann man nicht hier irgendwie singen oder so? Geschenk geben. Kriegst du ein Geschenk hier? Ein rosa, ein regenbogenfarbenes Ei kriegst du geschenkt vom Bruder. Wählerisch beim Essen. Ja, das glaube ich jetzt gleich hier wieder. Schon die erste Marotte. Glücklicher Säugling. Aber haben wir geschafft. Sehr gut. Wegen Lebensfall war uns die alles perfekt. Was? Das war voll perfekt hier. Aber Sina ist trotzdem ein glückliches Kind. Sie wird dazu neigen, positive Beziehungen zu Sims in der Nähe aufzubauen. Ach, wie schön. Das haben sie aber toll gemacht. So, Sina hat ein Regenbogenei bekommen. Ja. Ah, du musst einen Knutschi geben. Komm, gib dem Bruder einen Knutschi dafür oder Umarmung. Hier, come on. Stinke Kind, du. Sina. Komm, umarm deinen Bruder. Haha, ich bin auch noch ein Bruder. Ja, du kriegst auch noch irgendwann eine Umarmung, hoffe ich mal. So. Umarm deinen Bruder. Yay. Sehr gut. Guck mal, da gibt's Häschen hier. Häschen, der One-Breaker. Sind mal brabbeln hier. Sehr süß. Ah, das ist knuffig. Nächstes Mal machen wir das Umstyling mit der kleinen Maus. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Gerne kommentieren, wie sich die Story weiterentwickeln soll. Und ja, bis zum nächsten Mal hier zum Let's Play. Sprich mit dem Lehrspieler, Leute. Oder natürlich dann jetzt noch bei dem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß, falls ihr noch mögt. Bis dann. Pinguin ist kein Pinguin. Das ist ein Hase. Guck mal, aber von den Farben her passt Sina. So dumm war das gar nicht. Okay, bis dann. Ciao.